Ich hätte mir auch nie träumen lassen, ich kenne ABM noch und diese Taschen sind so das, was mir wahrscheinlich als erstes auftaucht, wenn jemand sagt, ABM, und dass ich das mal als historische Rarität in einer öffentlichen Veranstaltung vorzeigen darf, das hätte ich mir wirklich nie träumen lassen. Also falls Sie irgendwo zu Hause so etwas noch finden, werfen Sie es nicht weg. Es ist ein Museumsstück, definitiv. Wir sprechen also über ein Projekt ABM, wir sprechen über einen Versuch, einen gelungenen Versuch, eine damals in den 60er Jahren neuartige Form von Werbung und von Marken und letztlich Konsumgüterbewirtschaftung zu erfinden und in die Welt zu setzen. Dafür stehen diese drei Menschen in einer Konstellation. Ich habe das in der wunderbaren Geburtstagsrede von Peter von Matt auch nachgelesen. Die Konstellation heißt eben das Zusammengehen von Sternen. Wir haben drei Stars hier vorne und diese Stars werden jetzt von damals erzählen. Ich versuche vielleicht das eine und andere mal nachzufragen, um aus den Erzählungen auch den Umriss des Ganzen zu formen. Aber nur so viel vorweg, Sie sind zusammengekommen in unterschiedlichen Rollen. Eugen Gombringer als Texter, als Mastermind hinter der ganzen Textkommunikation von ABM und die beiden Hiestands als damals Studio Ursula und Ernst Hiestand, für den ganzen visuellen Auftritt verantwortlich waren von ABM. Jetzt merke ich gerade, ich bin automatisch ins Schriftdeutsche gerutscht. Wir haben vorhin noch darüber gesprochen, ob wir auf Dialekt reden sollen. Aber ich bleibe jetzt mal beim Schriftdeutschen. Und wenn Sie Dialekt sprechen wollen, dann können wir hin und her switchen. Oder gibt es jemanden, der oder die überhaupt kein Schweizerdeutsch verstehen würde? Ja, das ist wunderbar. Ich glaube, den Stars ist es lieber, wenn man Schweizerdeutsch redet, dann tue ich auch wechseln. Auch. Zum Vertrauten. Wir reden über etwas, das weit, weit weg zurückliegt. Historische Konstellation. Historisch, weil sie wirklich weit zurückliegt, aber auch, weil sie eine einzigartige Konstellation ist. Und man muss sich das vergegenwärtigen, 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert. Eine Zeit, wo fast wo Grafiker von heute noch gar nicht wurde verstehen, wie man dort hätte können mit den Medien, mit den Werkzeugen von denen mal arbeiten. Eine Zeit, wo aber auch die Art und Weise, wie zusammengeschafft ist worden, fast nicht mehr nachvollziehbar ist. Wenn ich eine erste Frage an alle drei stelle, wie weit weg oder wie näher ist Ihnen die Zeit und das Projekt ABM von heute aus gesehen? Machen Sie gerade anfangen. Für mich ist sehr näher, weil ich eigentlich meine ganze Arbeitszeit, also meine Schaffenszeit, habe ich für den ABM geschafft. Ich habe auch etwas gemacht, das einmalig ist. Ich habe über 30 Jahre den ABM als Kunde gehabt. Das war eigentlich schon eine zweite Familie gewesen. Und das zeigt im Grunde genommen auch das unternehmerische Denken, das der ABM hatte. Also der ABM hat auch viele, viele Mitarbeiter, wie mich. 30 Jahre Geschäftsführer. Ich glaube, es gibt kein schönes Kompliment, das man machen kann, so ein Unternehmen. Für Sie? Weit weg oder näher? Ja, es geht also, es ist nicht weit. Ich bin natürlich von Ernst und Ursula Hiestand eigentlich gefragt worden, ob ich da mitmachen würde, als Texter, als Poet und als Texter. Und, ihr dürft vielleicht die kleine chronologische Korrektur anbringen, dass wir uns ja vorher gekannt haben, in der Sie an Frauenfeld. Also das ist unsere Zusammenarbeit schon viel angefangen hat in dieser Zeit. Halten wir das schnell auf? Ja, das war also im Jahr ungefähr 59 gewesen. 58, 59. Also etliche Jahre vor dem ABM. Und ohne die gute Zusammenarbeit in Frauenfeld wäre wahrscheinlich die andere auch nicht entstanden und nicht weitergegangen. He? Aber ich bin gern beim ABM. Wenn Sie das als viele Stück rausnehmen. Ich habe Gombringer kennengelernt beim Werkbund, Schweizer Werkbund. Er hat das Geschäftsstelle geleitet und hat einen Briefkopf gebraucht. Das habe ich dann gemacht, weil es hat mich interessiert. Gombringer hat mich von Anfang an fasziniert. Seine ganze Haltung und seine
ja, wie er das denkt. Und ich hatte dann Gelegenheit gehabt, ja, das gut verstanden, dass er mich geholt hat für die Schweizer Schleifindustrie. Das war eine Zeit, wo die neue Grafik ins Spiel kam, oder heute Neuburg, Lose, Vivarelli und so weiter. Das kennt ihr vielleicht. Und das ist ein Buch, dort sind wir eigentlich das erste Mal erwähnt worden, veröffentlicht. Und das ist dann sehr schnell gegangen. Und wir, Eugen und ich, haben miteinander, Eugen hat uns immer sehr gut verstanden. Und dann sind die Arbeiten eigentlich problemlos über die Bühne gegangen. Wir haben selber können Regie führen. Mein Ziel war, es braucht einen Kapitän auf dem Schiff und viele verschiedene gute Offiziere. Aber es können nicht vier Kapitäne existieren. Und ich habe die Verantwortung übernommen, dass ich quasi schaue, dass die Mannschaft zusammenbleibt und funktioniert. Und ein visuelles Erscheinungsbild auf die Welt zu stellen, das kann man schon ein kleines Brett machen, aber man muss es dann auch mit Menschen bestücken, die müssen dann nachher den Rest machen. Es ist natürlich nicht so, dass wir alles alleine gemacht haben. Der ABM hat verschiedene Sachbearbeiter gebraucht. Wir haben einfach von unserer Seite aus das geleistet, was nötig war. Die Chance hat uns der Gavetti gegeben. Der Gavetti hat an uns geglaubt, an Gomringer und mich vor allem. Er hat mich immer geschupft und gestossen. Und hat mir vor allem beigebracht, dass man sehr schnell arbeiten muss. Ich mag mich an eine Anekdote erinnern, als ich noch nicht lange für ihn tätig war. Hat er gesagt, ich hätte gerne nur das Inserat. Dann habe ich gesagt, ja Moment, mal schnell. Wir müssen zuerst die Aufnahme machen, wir müssen zuerst noch den Text reden. Und wenn er überhaupt sagt, hören Sie mal, das sind wir noch draußen. Wenn jemand stirbt, ist am anderen Tag Todesanzeige in der Zeit. Und ich schaue, er ist da. Das war der Gavetti. Der hat einfach Gas gegeben. Er hat nicht anders gegeben, als mit ihm auf gutem Fuß zu stehen. Und wenn man ihn gut bedient hat, hat er einem freie Hand gelassen. Ich glaube, so ein Unternehmen, das damals noch klein war, das kann nur so gross werden, wenn sich der Chef identifiziert mit dem, der den Land rauslässt. Und er war ein total neuer Typ in der Warhaus-Gilde. Er hat ganz anders gedacht. Und das Kleinpreisgeschäft ist ihm nahegegangen. Aber mit dem Preis, aber mit dem Preis, aber mit dem Preis. Vielleicht muss man hier noch nachholen, das ist für die, die das nicht so präsent haben, und das sind ja doch einige, das ist heute, wo man vielleicht sagen, ein Spin-off von Globus, der ABM, wo als neuer Typus von Warenhaus dann in die Welt gesetzt ist worden und wo auf dem Globus her, so habe ich es nachgelesen, eine ganze Reihe von eben jungen, hungrigen Leuten auch versammelt hat. Wie war das für Sie gewesen, die Anfangszeit, oder? Ja, ich glaube, das Wesentlichste daran ist, dass es ein Selbstbedienungsgeschäft war. Und dass sie ganz andere Leute hineingelockt haben ins Haus. Also Leute, die können etwas anlangen. Sie haben können schauen, wie viel kostet das. Weil das ist alles mit einem grossen Etikett bestückt war. Darauf ist auch gestanden, was für Materialien das sind. Sie haben das wieder hineinlegen. Sie sind nicht bedrängt worden. Ich glaube, die Verkaufsform war eine ganz interessante Form. Und wenn Sie mich fragen, was für mich das war, es war eigentlich für mich so faszinierend, weil es einfach und klar, nicht verschnörkelt war. Also es war auch eine Weltanschauung eigentlich, schierbar. Man hat sich wohl gefühlt. Und man war eigentlich auch im Freundeskreis, wo man sich wohl gefühlt hat. Man hat sich getroffen in Galerien, man hat sich getroffen eben im Werkbund oder, und man ist auch eigentlich in den Verbänden eher mal zusammengesessen. Ich glaube, und jetzt nicht mehr so üblich ist. Aber ich glaube, das Zusammengehörigkeitsgefühl und sicher das, was der Ernst gesagt hat von Gavetti aus. Der Gavetti hat eine Idee gehabt, hat etwas angestoßen. Wir haben es weiter bearbeiten können.
Und er ist als Einzelperson dahinter gestanden und hat das bis ans Ende durchgeführt. Es waren nicht Zwischenleute. Das Zwischenmann war der Otti Weibel, der auch da sitzt. Er war für die Werbung verantwortlich. Wir haben miteinander zusammengearbeitet. Es hat nicht eine riesige Equipe gegeben oder Leute, die haben gesagt, ja, ich weiss nicht, was wir machen sollen. Man hat Entscheidungen getroffen, man konnte es durchführen und darum konnte man auch schnell und produktiv arbeiten. Vielleicht zu Ihnen, Herr Gommeringer. Sie sind über die Zusammenarbeit bei der SIA hier reingerutscht. Sind Sie gerne im Warenhaus gewesen? Hat Sie das interessiert? Das ist ein ganz anderes Geschäft als... Immer auch gerne. Ja. Ja, das hat mich schon interessiert. Vor allem also interessiert hat mich die Zusammenarbeit mit dem Ernst und der Ursula Hierstand. Was immer sie gemacht haben, ich glaube, sie hätten anders machen können. Wir wären auch miteinander zu Gang gekommen. Aber das ist dann schon etwas ganz einmalig gewesen. Und ich darf aufmerksam machen, dass in dem Buch, ist einer der besten Artikel über konkrete Poesie, das, was ich gemacht habe. Richtig. Und man könnte es viele Literaten eigentlich könnte dann davon noch lernen. Weil, es gibt verschiedene Meinungen in der Literatur über die Anfänge und so weiter von dieser konkreten Poesie. Und das ist eine der besten Zusammenfassungen, die in diesem Buch überhaupt ist. Und wenn man aus dem heraus sieht, was konkrete Poesie gemeint hat, also aus meinem Fall, dann war der Weg nicht weit gewesen, um da mitzumachen beim ABM. Also das, was sie jetzt Durdal vorgestellt hat, das habe ich eigentlich mit wenigen Worten können belegen. Richtig. Oder anführen und so weiter. Ne? Vielleicht ein Beispiel gerade aus der Zeit. Es war einfach, dass wir kurz und bündig und klar und deutlich geredet haben. Das war die Qualität, die der Gaetti geschätzt hat. Und Gommeringer hat das können. Wir haben also eine Reduktion gemacht, im Text wie im Bild. Und in der Organisation von der Fläche, die zur Verfügung steht, in der Gestaltung. Wir haben möglichst wenig gemacht und deutlich gemacht. Das war eigentlich das erste Werbemittel. Der ABM ist davon ausgegangen, dass er möglichst wenig Werbung machen soll, dass eigentlich Mund-zu-Mund-Propaganda die beste Werbung ist. Aber als der erste Selbstbedienungsgeschäft eröffnet wurde, war in Altstädte, am Lindenplatz, hat der ABM das so beworben, die Zeitungen sind verteilt worden in die Haushalte. Also es war nicht in der Tageszeitung, sondern es ist gestreut worden in die Haushaltungen. Und da hat man ganz klar, also man hat nicht einmal lesen müssen, man meint, man müsse nicht lesen. Man kann erkennen, was steht da drauf. Und dann ist das, sie wählen selbst, im Grunde genommen, einfach das Druck ganz klar aus. Sie wählen selbst, sie bedienen sich selber. Und es ist kein Umschmeicheln war vom Kunden, sondern man hat ganz klar und deutlich gesagt, was da abgeht. Ja, ich bin aber kein Werbetexter, ein richtiger Werbetexter, das kann man nicht sagen. Ich habe einmal das Hochhaus und Palme in Zürich habe ich mal getextet für eine Firma. Das Hochhaus zu Palme heisst das, glaube ich, da irgendwo gegen Tangiose. Und dort habe ich auch schon angefangen mit Texten. Und zwar habe ich dort ein Text geschrieben mit der Schickmaschine, und zwar in der Zürich-Zeit, ganz weg ab, in der ganzen Länge, von oben bis runter. Also sozusagen als Vorbild, das Gleichnis in sprachlicher Form von dem Hochhaus zur Palme, wo damals etwas bedeutet hat in Zürich. Nicht damals. Also mit dem hat man schon können sagen, dass die Mini-Poesie ist eigentlich sehr eingegangen und ist geeignet gewesen, vor allem von Grund auf geeignet gewesen, einige einfache, aber markante Satz oder Wort zu bilden. Und dann da mit dem Selbststab natürlich, Entschuldigung. Natürlich hat Herr von Durdal hier schon gesagt, selbst wählen, das habe ich nicht erfunden, sondern es ist mir gesagt worden, man kann nicht selbst wählen beim ABM. Nur habe ich dann hat das natürlich nicht können nur stehen lassen, sondern hat daraus gemacht, Sie wählen selbst und wählen Sie selbst. Das ist schon, ich möchte mal sagen, ein Stück Poesie, dass das selbst so untereinander steht und so weiter. Und dazu haben sie den richtigen Grafiker besucht, damit so etwas in Gang kam. Also rein mit solchen kleinen Sachen
hat man dann gesagt, dann natürlich die Wiederholung, wählen Sie, darum selbst wählen, wählen Sie, Sie werden selbst, wählen Sie selbst. Durch die reine die Wiederholung, das ist das Probatsmittel von der konkreten Poesie. Diese Wiederholung, das ist also sehr wie ein Gebet, nicht? Ist er sehr schweizerisch jetzt? So eigentlich als. Wahrscheinlich wie einer von den letzten Ausdrücken von der Schweiz, ja. Ist das für euch immer so gewesen, dass ihr haben können wählen, jetzt Ernst und Ursula hier stand, was man, sagen wir, wie man die nächste. Die nächste Runde in den Weg leitet, oder ist das auch vom ABM gekommen? Also die Themen, oder wenn es dann Aktionen gibt, oder haben die das bestimmt, oder ist das eine Zusammenarbeit gewesen? Die Absicht, die der ABM hatte, die müssen wissen, um was es geht, bevor man anfangen kann, gestalten und Jobs verteilen. Und das Wichtige war, dass wir dann können, mit dem Chef selber reden. Er hat uns mündlich mitgeteilt, wie er das sieht. Und hat mich dann an die Zeit geschickt und dann hat man ein Konzept machen. Und es ist wenn der Eugen Dobrin gesagt hat, mit diesen Worten haben wir dann können spielen. Und Gavelti hat zuerst ein bisschen Mühe gehabt, das zu verstehen, weil das ist absolut nicht üblich gewesen. Das hat kein Mensch hat das braucht in den Agenturen. Die Agenturen haben immer so ein bisschen hochkarätisch schwängere Sätze gehabt. Damals war das viel mehr in gewesen. Wir sind als Aussenseiter da gestanden mit dieser neuen Sprache und auch mit der neuen Gestaltung. Wir haben reduziert in der Gestaltung, was nur da. Wir haben nur das gezeigt, was nötig war. Es gibt ein Beispiel, oder wenn Sie sehen es ja da. Wir haben um das Produkt, das wir können kaufen beim ABM, haben wir darum nichts gemacht. Wir haben nur einen Träger gebraucht, entweder war das ein Kleidungsstück oder ein Tisch oder irgendetwas. Meistens waren es Personen, aber dazu haben wir nicht mehr gemacht. Wir haben das Minimum gemacht, das wir hätten müssen, können, dürfen machen. Und das ist einzigartig gestanden in der Werbewelt. Es hat natürlich sehr schnell Kollegen gegeben, die das Witzel adaptiert haben. Gestohlen bei uns. Aber das ist unter den Werbern üblich, dass man einander bei den Architekten anschauen, was die gemacht haben und dann ein bisschen etwas übernimmt. Das war also nicht so schlimm gewesen. Auf jeden Fall, wir haben die Kollegen, die gestohlen bei uns, gut verstanden und sind dann Kollegen geblieben. Bitte ins Mikrofon. Ja. Was ich aber ganz wichtig finde, das ist natürlich das Format, wie man auch die Werbung gemacht hat. Also das fasziniert mich immer noch, auch in der Kunst. Das Format. Wenn etwas eine Größe hat, dann macht es ganz einen anderen Eindruck. Und dann hat man auch das Gefühl, was man sieht. Das ist real. Das ist wieder, da gibt man etwas wieder, was wirklich so ist. Richtig. Auch jetzt zum Beispiel, was ich jetzt da vorhin aufgehebt habe. Das war eigentlich eine Chance, eine ganz normale Chance. Der ABM hat Schöss verkauft. Schöss, total normale Schöss. Also man war nicht so in der Einflussgesellschaft, wo man irgendwo hat müssen, die Leute etwas aufschwätzen oder hat müssen, Wünsche wecken. Sondern es waren eigentlich Alltagsgegenstände, die man brauchte. Und man hat sich anders eingedeckt, als man heute kauft. Wenn, so wie das beim Ernst geklungen hat, wenn der Auftraggeber auch eine gewisse Zeit gebraucht hat, sich an das zu gewöhnen, wie ihr das gemacht habt, ist das bei den Kunden auch gewesen? Hat das von Anfang an eingeschlagen oder haben sich die auch an eine Art von radikaler Spruch müssen? Ja, ich glaube, der Umsatz hat das abgebildet. Ob es angekommen ist, der Rote Weibel hat Werbung gemacht. Wie war das? War das zuerst fragwürdig, was wir gemacht haben? Es ist eigentlich relativ schnell gut gegangen. Wobei, ich muss noch etwas sagen. Zu der selben Zeit, wegen dem Wählen Sie selbst, hat man eben noch keine Selbstbedienung gehabt. Wir haben praktisch überall müssen sagen, ich hätte gerne das, ich hätte gerne das. Und der ABM war federführend. Ja. Also man kann total sich selber bedienen. Also das ist eigentlich
noch wichtig für mich. Und das ist geschätzt worden und die Leute haben das begriffen. Und auch unser Etikettiersystem, das wir dann ja gemacht haben, ist natürlich eine Hilfe gewesen. Wir haben immer gesagt, das ist eigentlich der Ersatz vom Verkaufsgespräch ist auf die Rechnung. Und das, was Sie gefragt haben, Herr Heller, das war natürlich wirklich abhängig vom Unternehmer, vom Gavelti selber. Der Gavelti hat von A bis Z gewusst, was eingekauft wird, was für ein Sortiment das er hat. Und der ABM hat uns den Auftrag gegeben, ihr müsst mit dem das bewerben, diesen Artikel. Also wir haben nie selber entschieden, mit was Werbung gemacht worden ist. Sondern der ABM ist mit dem Auftrag gekommen, wir wollen das verkaufen. Also aus der Beschreibung ist es ein bisschen, ich kenne den Herrn Gavelti nicht und habe das lernen aus den Büchern, dass er nach dem Patron ein jugendlicher Patron ist gesehen. Also und ein Bündner dazu. Das Bündnerische ist damals sehr eindrungen für mich. Inwiefern? Ja, es ist ja markant und kantig. Kantige Sprache, markantische Sprache, noch heute eigentlich immer, finde ich. Gehören Bündner immer gern. Und was aber auch wesentlich ist, die ganze Zeit, 30 Jahre, über 30 Jahre, man war immer Sitzis, man hat sich nicht getauscht. Mir ist aufgefallen bei Herrn Gavelti, dass er sehr rasch erkannt hat, auch wenn er einverstanden war. Sehr rasch. Er hat zum Beispiel gesagt, ja, den könnte man eigentlich auch fragen. Also gut, telefonieren Sie dem. So ist es nicht gegangen. So, der nächste Grund müssen telefonieren. Sie finden doch den. Irgendwie, also so Hals über Kopf. Aber sehr gut, also tolles Management eigentlich. Ja, und er hat auch. Wenn er zu etwas gestanden ist, haben alle können kommen und sagen, das ist nichts. Dann hat er gesagt, wir zwei sind das durch und wir machen es. Zum Beispiel die Tragtasche. Wo die Tragtasche gekommen ist, hat bei uns die Einkäufer und alle haben gesagt, mit der läuft niemand rum. Die identifizieren die ABM. Und der Gewählte hat mir gesagt, wir tun das durch, jetzt machen wir sie einfach gratis, es kostet sie nichts. Und nachher ist das ein Erfolg geworden. Und lustig ist ja eigentlich, oder speziell ist dann, wo der Herr Gavelti weg war, wo ein neuer Unternehmensleiter kam, ist das erste gewesen, die Tagtasche muss weggehen, weil eine andere Tagtasche. Ja. Das ist wirklich also schlecht. Sehr schön. Wie ist es eigentlich zu dem Logo gekommen, wenn ich das noch schnell erwähne? Das war auch eine Konstante über die ganze Zeit. A, B, M. Oh, oh, Marché ist eigentlich der Ursprung. Aber jetzt auch mit Bildmarken, mit den Punkten und so. Die drei Buchstaben sind im Kreis gesetzt worden. Die drei Buchstaben sind eigentlich nicht schön. Neben das sind negativ. Und man hat die mit einer Fläche gedeckt oder man hat sie linear um, also im Kreis drumherum gemacht. So wie es da ist. Und aus der Not haben wir quasi etwas erfunden. Nämlich eben da die 9 Böllen. Der ist absolut überall, hat man den gesehen. Wenn man den Europa umgereist ist, hat plötzlich ein Schweizer ist mit einem ABM-Sack gegangen. Er hat scheinbar niemanden gestört, die Böllen. Wo der Gavetti gemerkt hat, dass es kein Problem gibt mit dem farbigen Kreis. Hat er gesagt, es hat keinen Sinn, dass wir etwas anderes entwickeln. Und das ist dann jahrelang, ist das auch. Sie haben es ja farbig variiert noch, oder? Richtig, bei der Zeitung. Oder das zwischen ihnen. Das haben wir abwechselnd einmal gemacht. Ja, aber es ist natürlich wirklich, es ist einfach aus den Böllen raus entstanden. ABM. Und das war ganz am Anfang, das ABM. Das haben wir eigentlich schon hier übernommen. Das Signet, das ist schon bestanden. Und da hat man sich einfach dazu bekannt, ja, das machen wir so, wir ziehen das überall durch. Und darum hat man es auch, man hat es auch gut können anschneiden. Wir haben ja viele Inserate so gemacht. Muss dann mal schauen. Und das mit dem Farbwechsel scheint eigentlich jetzt ein bisschen komisch zu sein. Ja, das man hat auch zur Weihnachtszeit hat man mal silbrige, goldige Böllen gemacht und man hat also auch die Märkte abgewechselt.
Also die Sprache ist natürlich ganz entscheidend. Das ist noch gesehen, wenn man noch darauf hinweisen. Weil die Dreizahl ist ja wichtig, sind ja drei. Und das drei hat an mir entsprochen. Weil ich habe viele Gedichte gemacht, damals in dieser Zeit, für den Mann, für die Frau, für das Kind. Das war ganz elementare Poesie von mir, oder heute kann ich es immer noch als elementar, für den Mann, für die Frau, das Kind. Es gibt mehrere Gedichte von mir, die ähnlich lauten in dieser Dreizahl. Und da natürlich die drei, wie sie sagen, Pöllen, richtig abdeckt, für die drei Bitte. Und das ist lustig passiert. Das letzte, wir gehen immer in Normandie, wir gucken Ferien machen. Und sind kürzlich in einem schönen Städtchen in Normandie, also das letzte Jahr. Meine Frau hat sich im Kurs für etwas anderes interessiert und ich bin da gesessen bei einem Kaffee und habe so gegen ihn geschaut. Da sehe ich ganz plötzlich gegenüber das Geschäft und steht L'homme, la femme, l'enfant. Die drei Begriffe und gesagt, entweder haben die uns nachgemacht. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern das ist einfach die elementäre Ansprache an die Menschengruppe. Die Gruppe der Menschen, aus denen drei Begriffen besteht. Und also da haben wir aber wieder gesehen, dass das eine durchgeht. Also die Dreizahl. Und so gibt es dann einige Texte, die heißen da für den Mann, für die Frau, für das Kind. Ich glaube, irgendwo wird das da drin sein, nicht? Nein, ja. Ist es über mir? Ja, ja. Ja, also es hat also einen interessanten Zusammenhang, möchte ich sagen, fast einen metaphysischen Zusammenhang von der Literatur herzusprechen. Nicht? Das gibt es, das ist meine Ansprache, eine dichterische Ansprache, An die Menschengruppe, die drei. Die drei Formen da. Da auch, Form, Farbe, Preise, natürlich. Leben, Arbeiten, Freude. Eben die drei Zahl ist durchgegangen. Das gehört dazu, nicht? Dass die, was der Texte gemacht hat oder was Grafiker gemacht hat, dass das eigentlich zusammengestimmt hat. Weil ich nicht plötzlich eine Vierzahl mit den Wörtern. Sondern eine Dreizahl und so. Das ist ein ganz interessantes Detail, wo der Zusammenhang zwischen einem Poet, zwischen einem Dichter, der auf diesen Begriff also mal liegt, plötzlich in die Werbung hineinkommt, die auch stimmt. Es stimmt also auch dort. Man kann es übertragen sozusagen nicht. Wenn Sie es jetzt so erzählen, hat man das Gefühl, da hätte es nie einen Kritz gegeben. Nie. Nie, in Führungspositionen, die gefunden haben, jetzt habe ich es dann langsam gesehen, mit dem für sie und so weiter, also mit der Dreierfunktion, Mann, Frau, Kind zum Beispiel, oder für sie, Madame und so. Und dass man mal etwas anderes macht. Und das war eine Stärkung von Gavetti, dass er gesagt hat, das ist wie ein Zeichen, das ist so fertig, das lassen wir jetzt so stehen. Und ich habe ihn natürlich, wo ich auch können, unterstützen, habe ich das gemacht. Vor allem mit dem Ladenpersonal, oder? Und ja, das hat unter der Werbeagentur hat da ein paar gehabt, die gefunden haben, wir kriegen ihnen etwas vorweggenommen. Sie können das nicht brauchen, das ist einzigartig. Wenn Sie Werbetext lesen in der Zeitung, dann fällt jedem Text etwas anderes hin, macht immer einen Blumenstrauß aus der Information. Das haben wir nicht nötig gehabt. Wir sind dem treu geblieben und damit sind wir auch. Haben wir uns abgehoben von der allgemeinen Kultur. Was möchten Sie fragen? Mich würde es wundern, ABM hat ja dann irgendeine aufgehört, das gibt es ja nicht mehr. Habt ihr dann bis zum Schluss können zusammenarbeiten in dieser Werbung für ABM? Ja, eigentlich schon. Ja, ich bin auch schon im frühesten Austreffen. Er ist natürlich auch. Ich war dann in Deutschland, bin wieder mal ausgewandert nach Deutschland, das zweite Mal. Und habe mich dann in Deutschland ziemlich verbreitet, ich habe Kunstakademie Düsseldorf und so weiter und so weiter. Und viel im Ausland gewesen.
Ich glaube, da habe ich nicht mehr dann so mitgemacht und ja. Das letzte Mal. Nicht? Ja, man hat eigentlich auch nicht mehr so mit Text geschafft, also nur noch mit ja. Schlagzeilen. Und moderne Technologien oder irgend so. Aber Ihre Frage zu beantworten, wir haben, da habe ich etwa 33 Jahre oder so, 35 Jahre, 33 Jahre für den ABM geschafft. Und aber wo der Herr Gavelti dann pensioniert worden ist, sind neue Leute gekommen und ich konnte auch noch eine neue Präsentation machen und konnte auch ein paar Jahre arbeiten. Und dann hat es einen krassen Abriss gegeben. Dann sind Agenturen beigezogen worden. Also ich habe dann sind neue Direktoren gekommen und ich bin. Die haben nicht mal gefragt, was wir gemacht haben und wo, was erfolgreich war und was nicht. Die haben einfach ihr Ding durchgezogen. Gell, Ulti? Ja. Siehst du, da ist Wenn ich das noch ergänze, im Buch im Schlauen steht, also der Herr Gavelti ist 89 ausgeschieden. Und dann sind wechselnde Manager gekommen, wahrscheinlich auf der Patron. Und 1993 ist hier ganz lapidar vom Marktwechsel, wenn wir schon von der metaphysischen Namen haben oder so, Wechsel von Atelier Hiestand zu Cosmic Werbeagentur. Oh. Mit 2C geschrieben. Das ist dann, sind Ihre Nachfolger gewesen. Keine Ahnung, was die gemacht haben, wie konkret sie gewesen sind, aber kosmisch ist ja schon. Vielleicht noch etwas, wenn wir noch mal zurückgehen in die grosse Zeit oder in die Anfang, wo ja, glaube ich, designgeschichtlich interessant ist. Ich komme dann nachher auf ein Thema mit der Produktgestaltung, wenn ich das interessant finde. Aber es gibt einen gemeinsamen Hintergrund auch von Ihnen. Also das haben Sie gesagt, jetzt mit der SIA in Frauenfeld, aber Sie haben sich auch kennengelernt, oder es gibt, sagen wir, der Werkbund ist eine gute Basis gewesen, aber hinterher auch die Hochschule in Ulm. Vielleicht können Sie über das noch etwas sagen, Bekanntschaft mit dem Max Bill. Ja, ja. Ich bin natürlich wegen Bill, ich hatte Bill kennt seit dem Jahr 1944 von Zürich, also markante Zahlen und bekannte Zahlen der Galerie des Ovi, der Seebergstraße und so weiter. Und von dort habe ich den Bill gekannt und dann, was es geheißen hat, dass der Bill macht eine Schule in Ulm. Und man hat direkt gewusst, was für eine Schule das es gibt, aber es war interessant gewesen. Ich habe mich sofort beworben, wenn Max Bill hat gesagt, ich möchte gerne als Sekretär auch in die Schule, das würde mich interessieren. Und wir sind im 53, 54 in dieser Schule gewesen, wir sind im Jahr 58, 59. Und das war dann der Merkpunkt gewesen. Und ich glaube, der Ernst hier stand, ist aber später gewesen. Ja, ich habe, ich weiß nicht mehr genau, der Kapitzki war es und der Reicher. Der Kapitzki und der Reicher, ja. Haben mich geholt, die haben das Zeug gesehen, was wir da gemacht haben. Und haben dann gewusst, dass wir mit dem Goldwing zusammenarbeiten. Und das hat mich natürlich SIA können positionieren, SIA, also wo er Werbeleiter war, und meine Arbeiten den Studenten zeigen. Und die Dozenten waren dort begeistert, gewesen, was ich da gebracht habe. Und da ist natürlich der Goldwinger, hat mich da natürlich gepusht, wo er dann hätte können. Wir waren immer ein gutes Team gewesen. Ich habe auch Studenten mit ins Studio genommen. Der Fanger zum Beispiel ist mir jahrelang geblieben. Der ist dann an der Hochschule zu Zürich eine Kapazität geworden, wo ich weggegangen bin von Zürich. Also hat es einfach immer Bedingungen gegeben. Also man war schon ein Kreis gewesen. Der Kapitzki war ein Verehrer von dieser Philosophie. Auch vom Gumringen natürlich. Man hat sich gekannt. Und man hat miteinander über das Zeug geredet. Viel mehr als heute, denkt es mich. Man hat einen engeren Kontakt gehabt. Und das Designverständnis haben wir geredet und nicht unter Erfolg. Vielleicht noch, damit noch ein anderer Name reinkommt, das habe ich vorher erfahren. Ihr Vorgänger war der Gottfried Honecker. Ja, direkt. Bei der SIA. Ja, ja, hat sie gekriegt. Also als Art Director oder so könnte man so sagen. Nicht? Aber damals hat es geheißen, dieser Firma hat es geheißen, Propagandachef. Weil Franz Wickl war Italiener, grandiose Frau. Also und Unternehmerin, die hat sich sehr für die Kunst eingesetzt und so weiter. Und alle, die etwas mit Künstlern zu tun hatten, haben sich sofort begeistert.
Und ich bin also eingestellt worden als Propagandachef. Ich habe das gar nicht dürfen, später verwenden, vor allem in Deutschland. Aber ich bin Propagandachef gewesen. Das ist nicht geil. Aber wichtig war, und zu der Zeit würde ich sagen, wir drei, haben das auch gut verstanden über Kunst, über die aktuelle Kunst. Ich habe damals schon gesammelt. Damals hat meine Sammlung angefangen, als ich später nach Ingolstadt gegangen bin, also eine ziemlich grosse Sammlung geworden ist, wo das Museum daraus entstanden ist und so weiter. Aber wir haben damals schon viel über Kunst geredet oder sogar kleine Verkäufe gemacht. Ich weiß nicht, Ankäufe. Ja. Ich glaube, der Gabelli hat sogar bei mir etwas gekauft. Bei mir eingekauft, ich glaube. Ja, ja, zwei, drei Sachen gekauft bei mir. Also das, die Freude an der Kunst ist gleichzeitig gewesen. Das war ein wunderbares Medium gewesen. Ja, aber ich muss also festhalten, dass eigentlich unser Gespräch hat nur stattgefunden zum Abend in einem Glas Wein und nachher etwas knabbernd. Und wir haben, ich weiss, der Rotti, der war jung verliebt und seine Frau, Bärbel, gell, der ist gar nie mehr heimgekommen. Da hat es überhaupt nichts gegeben. Das ist bis nach dem 12. gegangen. Und etwas Symptomatisches auch noch. Gabriel, die hat mir gesagt, komm, nehmen wir da noch ein bisschen Whisky, da habe ich alles gezahlt. Wenn man das so hört, ist ja das Bild und die Realität von einer so verschworenen Gemeinschaft, könnte man sagen. Ja. Ja. Viele junge Leute, viele eben hungrige Leute, etwas, ein altes Projekt, das nicht gestiefelt wurde mit dem Gavelti, sondern das sich immer wieder auch können erneuern. Was mich interessiert, wenn ich so auf die Zeit schaue, wo man ja dann auch die Aktion Gute Form und anders müsste in den Kontext rücken, würde dir heute sagen, die Energie, die sie bewegt hat, war eine missionarische gewesen? Ja, ich würde sagen, das ist schon. Ich weiß nicht, was meine Person angeht. Auf jeden Fall. Es gibt unterschiedliche Positionen. Ich bin mir schon vorgekommen, als jemand, der etwas auf die Welt gestellt hat, was es einfach noch nicht gegeben hat vor allem. Da muss man sich im Klaren sein. Und ich habe das nicht wieder gehen. Also mit der Ursula auch und mit dem Gommeringer auch. Ich habe fest an dem gegeben. Und der Gavelti hat das geschätzt. Wir sind eigentlich. Es hat niemand gegeben zu der Zeit, wo er ähnliche Werbung gemacht hat wie wir. Und die Einzigartigkeit hat der Gavelti geschätzt. Und hat sie auch nicht wollen verloren, hat nicht nach etwas anderem gesucht. Und ich habe ihn unterstützt, weil ich nur angehöre. Ja, missionarisch. Wegen missionarischen. Ja, es war selbstverständlich. Es war für mich einfach selbstverständlich. Also nicht eine Botschaft, man hat keine Botschaft, sondern man hat etwas verkauft, man hat für etwas Werbung gemacht, man musste es lesen können. Die Artikel waren schöne Artikel. Man konnte hundertprozentig dahinter stehen. Ich glaube, das hat einem schon zusammengeschweißt. Auch im Buch steht, von einem Freund von mir, der da schreibt, der Tommy Fehr, wenn man in ein Warenhaus gegangen ist und mit diesen Verkäuferinnen geredet haben. Die Verkäuferinnen haben nicht für den ABM gearbeitet, die haben für den Gavelti gearbeitet. Er hat auch alle Leute gekannt. Er hat auch jeden begrüßt. Er hat sich auch Zeit genommen, mit jedem einzelnen Menschen ein Gespräch führen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt heute noch gibt. Ich habe es ein bisschen überspitzt mit dem Missionarisch, aber ich glaube, Botschaft oder ich finde das noch wichtig, wenn Sie sagen, das hätte man nicht gehabt, es ist selbstverständlich gewesen, das heisst, das, was Sie geeint hat, ist eine Haltung gewesen hinter der Art. Und das haben Sie geteilt, wo Sie haben die konkrete Poesie in die Welt gesetzt und das hat eine selbstverständliche Haltung gegeben. Und das ist ja dann, was ich faszinierend finde, ist ja dann auch durchgegangen, vielleicht können Sie zu dem noch etwas sagen, das ist dann vielleicht, ich weiß jetzt gar nicht, eher noch Ihrer Zeit drin, dass mehr und mehr eigenartige Gestaltung dazu gekommen ist. Sie haben nicht nur Werbung gemacht, sondern auch Packungsdesign. Ja, das ist so. Das war natürlich auch eine Gabe von der Ulmer Hochschule für Gestaltung. Wir haben in der Ulmer Hochschule für Gestaltung Architektur, Bau und vor allem eine Informationsabteilung. Also das wäre sozusagen die Werbeabteilung von der Schule. Aber die heisst Information.
Und wir haben eigentlich keine Werbung können treiben mit unseren Texten, sondern es ist um Information gegangen, also um sehr pragmatische Informationen. Und das habe ich natürlich mitgebracht, überall, wo ich dann ausgetreten bin im Jahr 58, 59, bin ich in die Schweiz zurückgekommen nach Frauenfeld, habe ich eben das, die Ulmer Hochschule mitgebracht. Wir sind damals ganz grosse Hirsche gewesen, wer immer in Ulm war, das ist terminologisch ganz vorne gewesen. Wir haben alle gewusst, wie man redet über Kommunikation und Informationstheorie und so weiter. Das haben wir gewusst und das ist auch noch eingeflossen, glaube ich, in allen drei Gesprächen. Vor allem in der Gestaltungsfrage, weil Ulm hat keine Werbung für Gestaltungen. Ich habe zum Beispiel damals angefangen mit Schreiben über Graalglas. Das Graalglas, das war ein Mäzen damals für Ulm. Einer von denen, die Ulm ein bisschen unterstützt hat. Und dann hat es gesagt, ja, sie könnten einen Text schreiben. Dann einen Text schreiben über Graalglas. Am liebsten über das beste Glas auf der Welt oder so, weil es überhaupt das beste Glas ist. Hat das Graalglas beschrieben. Aus was es besteht, wie es gemacht wird und so weiter, dass man es dann noch trinken daraus und so weiter. Aber weiter ist es also nicht gegangen. Und das hat sich natürlich dann auch übertragen, für uns gesamt übertragen, die Gestaltungsfrage aufgrund von dem pragmatischen Verständnis von der ganzen Geschichte. Ja, und die Artikel haben sich selber verkaufen im Gestell. Also die haben müssen plakativ können wirken, die, zum Beispiel die Wäsche. Ich muss mal schauen, ob das ist da drin. Aber die haben plakativ gewirkt. Die Wäschemittel. Sehe ich jetzt die? Das ist jetzt eben mit den Etiketten gewesen, wie das alles etikettiert worden ist. Und es ist natürlich auch aufs Ladenbild, das hat sich auch aufs Ladenbild niedergeschlagen. Wie das zum Beispiel, wenn da Schübe gehangen sind, haben die Schübe so viele Etiketten gehabt. Das hat dann aber ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, weil sie sich ineinander verhadert haben. Aber da hat man selber sich selber bedienen, hat man genau gesehen, welche Größe das man braucht. Und es gibt ein Verkaufsgespräch braucht. Aber was ich jetzt sagen wollte, zeigen wegen der ja. Gut, also reden wir weiter. Ja, aber ich glaube, ich weiss nicht etwa, was Sie suchen. Es ist sehr interessant gesehen, die Eigenprodukte, die ABM hergestellt hat, die Sie dann können prägen können, jetzt mit den Verpackungen. Da merkt man, dass Kulturen von der Werbespruch bis hin zur Packungsgestaltung. Das wollte ich euch zeigen. Das ist einzigartig. Das war eine Wäschmittelserie. Die haben natürlich irrsinnig gewirkt im Gestell. Wenn sie selber haben. Das war auch von konkreten Beeinfluss. Ich hoffe es. Ich glaube, wir haben versucht, jetzt so in dem ersten Teil eine Ahnung zu geben von diesem grossen und einzigartigen Projekt und wie das. Heute würde man sagen, durchgestylt ist worden, obwohl niemand wahrscheinlich von Style geredet hätte, sondern eben von dieser Selbstverständlichkeit, wo man vielleicht auch immer wieder bestärkt ist worden durch Konkurrenz, die das nicht so gemacht hat oder die versucht hat abzukupfern, aber nicht so ganz gelungen ist. Aber wir haben uns vorgenommen, möglichst rasch nach dem Propedeutikum ins Publikum zu gehen. Wenn Sie Fragen, Kommentare, Beiträge haben zu dieser Or History, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich zu Wort zu melden. Es gibt, glaube ich, ein Mikrofon, damit wir es alle besser verstehen. Wer macht den Anfang? Ja, ich schaff's. Es dauert ein bisschen länger. Mich würde die finanzielle Seite noch ein bisschen interessieren, wie sie damals entschädigt worden sind. Und zwar frage ich darum, weil heute ja die Werbeagenturen kaum mehr um einen Full-Buyout-Vertrag herumkommen. Das heisst, sie müssen eigentlich alle Rechte abtreten. Und jede Agentur, die heute noch einen 10% Honorarsatz hat,
ist schon fast glücklich. Und bei Ihnen hat es meines Wissens noch 17,65% gegeben in solchen Zeiten, ausser Sie sind nach Aufwand entschädigt worden. Wir haben uns, ich kann Ihnen das abkürzen. Wir sind nach Aufwand vorgegangen. Wir haben immer eine Rechnung gestellt. Wir haben keinen Prozent gehabt, keinen Bonus und so weiter und so fort, sondern wir haben die unsere Leistung verrechnet. Und die ist angeschaut worden vom Gavelti oder vom Weibel. Herr Weibel, Entschuldigung. Weibel. Er hat die Funktion übernommen. Das war es. Wir haben nicht gehandelt. Ja, das ist ein bisschen zu teuer, und das ist ein bisschen zu wenig und das ist ein bisschen zu viel. Und machen Sie es ein bisschen billiger oder gibt es keinen anderen Drucker? Wir haben auch bei den Druckern können mitreden. Da habe ich sehr Wert darauf gelegt, dass wir gute Verbindungen haben. Wir waren nicht die Letzten, die die Arbeit in der Hand hatten, sondern die hat dann müssen produziert werden. Bis zu der Etikette. Und wir sind anders gerechnet worden. Und wie soll ich sagen, wir haben nicht nach einem Tarif geschafft, wenn die Agentur fertig Schluss nach unten kam. Kein Prozent. Wir haben es nach Prozent geschafft und der Abi hat auch mit uns geschafft, weil wir nicht nach Prozent geschafft haben, sondern weil er mit uns günstig gefahren ist. Und er hat die Werbeabteilung im Haus gehabt. Er hat es nicht extern gehabt. Er ist natürlich, er ist viel günstiger gefahren, aber er hat seine Artikel auch günstiger geboten. Hat dann gestimmt. Stichwort, er heisst das sympathische Honorar. Ja, ist das ist der sympathische Preis, ja. Das ist gut bezahlt worden. Der Ausspruch sympathische Preis hat der Gavelti gern gesehen und hat einen entsprechend bezahlt. Das ist ein Wort, das immer durchgegangen ist, sympathische Preise. Ja. Er ist kein Knauseriger gewesen. Er hat gern Geld in die Hand genommen, wenn er den Sinn und den Zweck gesehen hat. Und er hat einem auch gelobt. Es ist ja nicht so, dass er nur. Und wenn wir es schon genau nehmen, sind Sie Teil von der Agentur oder haben Sie auf eigene Rechnung geschafft? Auf eigene Rechnung, ja, oh ja. Das kann man nicht sagen, nein, ich bin immer bescheidig. Ja, dann. Nein, so. Gut. Sind Sie zufrieden mit der Antwort? Ja, ist gut. Gut. Gibt es andere Fragen? Also ich glaube, etwas, was ich noch will sagen, das war der Wurf gewesen. Von Eugen Gomringer, sympathische Preise. Also der ABM hat nicht wollen ein Billiggeschäft sein. Und wie sagt man das? Etwas günstig anbieten. Wie sagt man das? Also, und der Slogan, sympathische Preise, um das hat sich natürlich vieles gedreht. Und viele hätten das wollen, den Slogan können nutzen. Ja, ich würde Sie wieder sagen, empathische Preise. Also komplett von der Sympathie weggekommen zur Empathie. Ja. Seit etwa 10 Jahren ist der Begriff Sympathie fast weggegangen. Man braucht immer noch Empathie, das Einfühlen in den anderen hineindenken und so weiter. Aber Sympathie hat schon ein guter Begriff gesehen. Der Begegnung, Begriff der sympathische Begegnung. Ne? Der. Ja, ganz gut. Was mich noch würde wundern, es sind ja doch 33 Jahre, die Sie jetzt geschafft haben für die AWM. Das ist eine lange Zeit. Also da verändert nicht nur Sie sich, sondern die Welt verändert sich, das Verkaufsverhalten verändert sich, Produkt verändert sich. Hat sich das in irgendeiner Form niedergeschlagen in der Arbeit, die Sie für die AWM gemacht haben? Oder irgendwie muss es ja dann doch einen Wiedererkennungswert haben, aber man muss sich ja auch irgendwie mitziehen. Ja, das ist natürlich so, dass die, wenn Sie die Arbeiten anschauen, die sind zeitlos gewesen, Entschuldigung. Wir haben das Gefühl gehabt, wir sind langweilig geworden oder immer gleich. Wir konnten variieren mit der Substanz, die vorhanden war. Und spielen mit der Substanz, die vorhanden ist, das war die Kunst vom Design. Oder von uns als Agentur, weil die Menschen wissen oder hören. Und das macht auch Spass, wenn man spielen kann. Mit gescheitem Basismaterial vom Gomringer und guten Fotos. Wir haben die Fotos auch selber gemacht. Und ein eigenes Fotostudio, das wir unabhängig waren. Wobei ich muss schon sagen, die Frage ist schon sehr berechtigt.
Also der ABM hat in der Werbung schon auch so hoch und tief gehabt. Also es war auch so gewesen, das kann der Otto Weibel auch bezeugen und er weiss das viel besser. Also das Team ist auch grösser geworden und die Zeit hat sich geändert. Also der Patriarch als solches immer können anerkennen und dass er überall, dass er die Übersicht hat über alles. Das hat dann natürlich schon etwas abgegeben. Also wir haben in der Werbung ein Prospekt gemacht und so und Inserat, wo ich jetzt nicht müsste zeigen. Ich habe mich aber einfach dann unglaublich bemüht. Am Schluss von meiner Karriere beim ABM sind wir wieder auf den Stand gekommen, gell, Lotti? Mit dem Glühbirn und dem Schäufli. Also ganz einfach können Werbung machen. Aber wir haben wirklich geschlinkert. Und kommt auch dazu, darf ich das noch schnell sagen, die Schwarz-Weiß-Wiedergabe ist natürlich auch einzigartig gewesen, auch von der Fotografie her. Nachher ist die Farbe dazu gekommen, dann sind die Farben schlecht gewesen, dann hat es doch total aber auch wieder anders ausgesehen. Da vorne? Ja. Was mich fasziniert, ist die Kontinuität. Also ich möchte fragen, ob zum Beispiel der Schrifttyp jetzt über 30 Jahre durchgegangen ist. Mein Name ist Lose. Ja, nein, eben nicht. Das ist nicht so. Also wenn Sie zeigen jetzt die, wo... Die sind am Anfang gewesen. Wo die Besten sind. Also sie haben auch müssen Konzessionen machen. Oh was? Für wen? Ja, von der Schrift her, vom Schrifttyp meine ich jetzt. Nein, wir haben die Schrift eingesetzt. Nicht. Die haben wir Nein, das ist ganz anders. Man hat mit den Schriften verschiedene Schrifttypen genommen. Also man ist nicht immer in den gleichen Typen geblieben. Aber es ist nur so, zum ganz ehrlich Stellung beziehen. Das war der Anfang der ABM-Werbung. Die hat man etwa 10 Jahre hat man die so durchziehen. Und innerhalb von diesen 10 Jahren ist sehr, sehr viel umgebaut worden und so. Also man ist eigentlich sich treu geblieben. Man hat können den Schrifttyp durchziehen, aber nachher hat man Man ist dann Gott sei Dank dann am Schluss wieder darauf zurückgekommen. Du hast noch Boxen gehabt? Ich habe keine Fleisch. Mich interessiert, wann das der andere Sack kam, ist mit dem grossen roten Böllen drauf. Ist das noch bei euch gewesen, oder ist das später? Nein, eben nicht. Mit dem grossen Böllen? Ja, also der rote. Nein, das ist am Anfang. Nein. Später? Die? Nein, auch so einen Sack. Aber es hat dann nur noch eine Kugel drauf gehabt. Nein, bei mir. Ist das nachher gewesen? Eben. Das wollte ich wissen. Das war kosmisch gewesen. Er ist eben nicht mehr schön. Das kann ich sagen. Als einer der letzten Ulmer Absolventen fühle ich mich doch besonders angesprochen vom Ulmruf, den man da spürt. Aber ich habe jetzt natürlich eine Frage an alle von euch. Hat das Design auch, ist auch eine Anforderung gewesen, im ABM oder mit anderen Worten, hätte ja ABM auch können zubringen, in den Produkten gewisse Designkriterien zu übernehmen oder aufzunehmen in der Auswahl von der Produkte, die verkauft worden sind, oder ist das ganz eine andere Schiene gewesen, die da gelaufen ist? Ja, ich habe gar keinen Einfluss auf das in eigentlich. Ich habe keinen Einfluss können nehmen oder gar keinen Einfluss wollen nehmen auf das, was ABM eigentlich für gut gefunden hat und so weiter. Das war völlig getrennt. Die Ulmer Hochschule war natürlich sehr ein Theoriefach, im grossen Ganzen. Das hat also nicht zusammengepasst, das hat nichts gegeben. Ich bin immer angehört, weil man miteinander diskutiert, aber die Auswahl hat die ABM selber getroffen für alles und so weiter. Nein? Es war auch so bei der Schaufensterdekoration, die eigentlich naheliegend war, unserer Werbung. Die Schaufensterdekoration, das war ein ganz anderes Gebiet. Das waren ganz andere Leute, die dort Dekorationen gemacht haben.
Also das wäre ja naheliegend gewesen, dass unsere Werbung dort Einfluss genommen hätte. Oder dass man aufgenommen hat. Das ist total etwas anderes. Dankeschön. Weitere Fragen? Ja. Ja, Bruno Müller, ich würde gerne weiterfahren, wo mein Vorredner jetzt gerade war, nämlich bei der Produkt. Mich taugt das Einmalige am ABM war eigentlich, dass zwischen dem Auftritt und dem Produkt eine grosse Konkurrenz war. Also, das ist doch ein Glücksfall. Also, dass ihr nicht für irgendwelche Produkte die tolle Werbung haben können machen oder gemacht haben, sondern dass es wirklich auch Sachen von Interesse waren. Ich war damals ein junger Familienvater und ich weiss, wie attraktiv die Produkte in diesen Regalen waren. Viele Leute, die sich als Gestaltermenschen betätigt haben, die haben die ABM-Regal eingekauft und in ihre Wohnungen gestellt. Und die jungen Familien haben dort die schönen, anständigen Kinderkleidchen gefunden. Also nicht irgendwelche Frufru. Also in dem Sinn ist es starke ist die Konkurrenz gewesen zwischen der Ware und der Art und Weise, wie man sie angepriesen hat. Ja, ich kann dazu ein Folgendes sagen. Am besten ist zum Ausdruck gekommen bei den Möbeln, wo der ABM Möbel aufgenommen ist. Dort war das Design angesagt. Was in den Textilien und in den bisschen Unterwäsche und den Bürstenhalter, das ist ein anderes Thema. Und da haben wir natürlich keinen Einfluss gehabt. Aber die Gespräche, die man können führen konnte, also ich bin ja nicht Innenarchitekt, nicht Möbeldesigner. Aber da war der Gavilti auch bereit mit mir oder ja, mit anderen natürlich auch über das zu reden. Und dann hat es ein Möbelsortiment gegeben. Und er hat natürlich auch gute Leute gehabt, die außer Dekoration sind oder als Innenarchitekt. Und das war einfach ein Feeling. Und wenn der Gavilti gemerkt hat, der macht das richtig, dann hat er aber das war natürlich auch von uns Gestalter abhängig, dass wir gesagt haben, der Artikel eignet sich darzustellen. Das haben wir dann schon können sagen, Otti, gell? Dann haben wir schon können sagen, ja, dann nehmen wir jetzt das sieht formal schön aus. Aber nicht im Einkauf. Aber wir sind nicht im Einkauf natürlich nicht dabei gewesen. Aber wenn wir einen Prospekt gemacht haben oder Inserat, haben wir können sagen, das eignet sich, das können wir schön darstellen. Und natürlich, also das muss ich schon erwähnen, ich finde, wir haben irrsinnig schöne Aufnahmen gemacht. Also wir sehen, wie viel Liebe das wirklich macht. Guten Abend, Christoph Stucker. Ich mache es auch ganz kurz und bündig. Das geht aber wie balsam, die Sache, visuell und in der Schrift. Das ist wahnsinnig. Ich leide heute sehr an der Werbung. Ich vermisse viel. Und wenn ich es nicht vermisse, dann ist es sicher Retro. Dann ist es sicher etwas, wo man einen Rückgriff macht. Und so. Ich habe da einen seitigen Artikel aus der NZZ heute über Nostalgie. Das geht vielleicht auch noch ein bisschen das hin. Und das Band da zum Erinnern. Das ist nicht die gleiche Gestalter, aber die gleiche sind nicht das, was wir nennen. Das ist ich möchte gerne zwei Stichwörter aufnehmen, sind gefallen, Attraktivität und Umbau. Und meine Frage zielt auf den Begriff Ereignis. Ich habe das Gefühl, es gibt eine wunderschöne Serie, wo es um den Zubiel, wo man da schon ein paar Mal gesehen im Hintergrund jetzt, wo steht, es ist so weit oder der Umbau hat begonnen. Ich glaube, das ist eine Serie von 4 Plakaten, über 4 Tage im Länge hat der Umbau stattgefunden. Und ich habe den Eindruck, dass ABM ein Ereignis war. Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass die Leute dann dort Schlange gestanden haben, der Umbau ist fertig gewesen, so wie wenn heute ein neuer Nike-Schuh in den Laden kommt. Oder liege ich da völlig falsch? Haben Sie das Ereignis, ABM als Ereignis gebaut, haben Sie das so wahrgenommen? Oder? Der Otti Wägel hat sicher die beste Auskunft gegeben. Also, vor allem mit den Anfängen war es so gewesen. Also, wenn irgendwo ein Laden aufgegangen ist,
Oder wenn er umgebaut wurde, sind die Leute schlammig gestanden. Also es ist, aber damals ist die Konkurrenzsituation ein bisschen anders als heute. Und der ABM ist einfach geschätzt worden. Und ist auch jetzt noch, wenn ich die Leute sage, ich habe im ABM geschafft, dann heisst es immer, oh, ist schade, gibt es den nicht mehr. Wir haben Kinderkleider haben wir immer im ABM gekauft. Haushaltartikel hat es schön gehabt. Es hat einfach dann auch geändert. Aber in der Mode ist es einfach immer schwieriger geworden, weil die Konkurrenz grösser geworden ist. Und der ABM hat etwa 60% mit dem Boden gemacht. Und das ist das Problem geworden. Und dann ist der Migros gekommen, hat der ABM übernommen. Wir haben alle gemeint, super. Und wir haben aber das Gefühl bekommen, der Migros hat gar kein grosses Interesse, der ABM noch lange zu heben. Sie sind immer wieder neue Unternehmungsleiter gekommen. Der erste, der gekommen ist, hat ganz offen gesagt, die Traktasche muss weg, die kann man nicht brauchen, das ist nichts. Es ist eben dann daraus die Grosse entstanden. Er hat einfach gesagt, fertig. Er hat gesagt, die Agentur muss wechseln. Also hier stand, will man nicht mehr. Man muss einen anderen haben. Und dann ist Cosmic gekommen. Und Cosmic hat dort mal für Interio geschafft. Und der, der in ABM kam, ist als Sanierer, hat ein paar Unternehmungsleitungen im Interio gehabt. Und darum hat er gesagt, ich will mit Cosmic arbeiten und mit niemand anderem. Und dann ich musste sagen, ja, okay, Gottes Namen. Arme Ursula. Das ist nicht mehr schön gewesen, gell? Gibt es noch weitere Fragen von Ihnen? Ja. Mich würde wundern, ob der Geist von Ulm ist denn das von den anderen, die durch die Hochschule durchgegangen sind oder die mit der sympathisiert haben, wie die Zürcher konkreten. Haben die das als etwas angeschaut, das zu ihnen gehört? Also wenn man irgendwie, ein progressiver Mensch war in Kunst oder Gestaltung, hat man dann das anerkannt als etwas, das befördert, was man für richtig angeschaut hat? Ja, ich habe natürlich Studenten von Ulm, die bei uns im Büro wieder, der Fanger zum Beispiel, wenn das so ein Begriff ist, oder ein Gröbli und so weiter. Das sind, die haben dort studiert, die habe ich also kennengelernt, wo ich doziert habe über die CIA, Schweizer Schmied und Schleifindustrie. Und die sind dann gekommen. Also wir haben also schon gute Leute im Studio, wir sind nicht nur uns zwei. Aber so, ich meine, in Max Biel oder Loos oder all die Leute, haben die das als etwas angeschaut, etwas mit ihnen zu tun gehabt oder nicht? Der Loose hat uns natürlich, also mich persönlich sehr stark unterstützt, das war ganz klar gewesen, bei der neuen Grafik, der Zeitschrift, die gemacht wurde. Aber sonst, das hat einfach die vier. Mit Mikrofon. Die vier grossen Neubauer, Rivarelli. Und der Lose und so weiter, die haben natürlich das geschätzt, was wir gemacht haben und haben uns auch abgebildet mit diesen Zeitschriften. Wobei, etwas muss ich schon sagen, was die Grafik anbelangt, zur selben Zeit. Es hat ja auch immer die Jurierung gegeben, die Plakate oder die schönsten Bücher sind ausgezeichnet worden oder so. Aber eigentlich, dass etwas ausgezeichnet worden ist, etwas Nützliches, das man jeden Tag braucht, das war dann also zweierlei. Es war auch zweierlei, ob du für ein Museum Werbung machst oder für ein Objekt. Da muss ich einfach wirklich sagen, ich stand so 100% hinter dem, vor allem die Anfangswerbung, auch am Eugen seine Texte, die er da gemacht hat. Und wo da heisst, wir verkaufen eben günstig, man redet auch von dem, was man verkauft, und man verkauft Qualität zu sympathischen Preis. Man muss nicht etwas bla 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 etwas erfinden, sondern man hat von der Ware geredet, was man verkaufen will. Man hat nicht müssen sich Geschichte einfallen lassen. Das unterscheidet sich wirklich von der Werbung. Der Herr hat vielleicht noch gemeint, Einfluss von konkreter Malerei von der Zürcher Gruppe und so weiter. Einfach wie ich das gesehen habe, wenn ich jetzt eben die Waschmittel, die dort stehen, die sind ja unglaublich. Also, ja. Was ist denn dort so unglaublich? Dass sie sich von allem unterscheiden, was man sonst als Waschmittel sieht. Nicht? Ja, das war die Stärke von Gaelti, der gesagt hat, wir machen den Versuch. Ja. Wir sind so frech und haben es gemacht. Und ihm hat es gefallen und dann hat es funktioniert.
ein ganz einfacher Prozess. Sie haben noch etwas sagen. Ja, das gab vielleicht zu weit, das Theoretische. Ich meine, zu meiner Zeit ist auch zum Beispiel die ganze, ich bin der letzte Geschäftsführer vom Werkbund, der die gute Form noch gestützt hat, die Ausstellung gemacht hat. Und zu meiner Zeit ist die gute Form erledigt worden von der Soziologie, von Lucius Burkhardt. Also das hat auch noch stattgefunden, in dem dass Soziologie hat gewonnen gegenüber gute Form, gegenüber der Kunst gute Form. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, europäisch und überhaupt ein ganz philosophisches Denken, nicht von dieser Zeit damals. Das ist vielleicht auch, hat auch einen Einfluss gehabt, glaube ich, bei unserer ganzen Entwicklung von ABM oder über die Werbung überhaupt. Nicht? Dass die gute Form ist erledigt war, zugunsten von der Soziologie, dass man hat können, ein Apparat, hat nicht mehr können, ist nicht wichtig, dass man einen Apparat können bedienen, sondern überhaupt können zu dem Apparat können anlaufen, über die Straße überkommen. Das war ein Beispiel von Lucius Burkhardt damals. Nicht? Der Apparat bedienen, ja gut, das kann man vielleicht noch, aber man muss überhaupt an den Apparat herankommen, durch den Verkehr durch und so weiter, und alte Leute mit können herankommen. Das war der Unterschied bei der Bedienung vom Design. Nicht? Und der Begriff Design hat es überhaupt null gar nicht gegeben, sondern hat es Produktform. Nicht Produktgestaltung. Gestaltung ist auch, das ist ein grosser philosophischer Begriff, die Gestaltung, mit mehrfach belegt und so weiter. Also da heisst es Produktform. Ich habe eine Frage an Herrn Gummeringer. Ist Ihre Tätigkeit da so etwas wie ein einmaliges Aufflammen gewesen? Oder sehen Sie heute in der kommerziellen Kommunikation junge Kreative, die so ihr Erbe angetreten haben, wenn sie die Werbung anschauen? Ja, also zwischendrin haben sie mal nach KKG, die Gredinger, Kutter und Gerschner, nicht GGK. Also zwischendrin gegeben. Die sind eigentlich sehr eng an der konkreten Poesie gewesen, was die gemacht haben. Gerade der Gredinger, der Kutter gemacht hat, ist konkrete Poesie gewesen. Wir haben lange miteinander geredet über das. Und sie haben mich auch mal wieder nachstellen als Texte so nebenbei. Aber sie haben sich selber genügt, also sie sind ja prima gewesen, nicht für sich. Aber das ist meiner Ansicht nach ein von diesen Ausflüssen von der konkreten Poesie in die Werbung, die Düsseldorfer. Vielleicht, wenn ich das gerade als Anlass nehmen darf, für eine kleine Schlussrunde hier oben. Wenn ich das noch ein bisschen weiterspinne und ich habe mir das vorher beim Zuhören überlegt, es hat sich ja dann wirklich viel geändert. Es war ja nicht nur die Soziologie, die die gute Form ausgehebelt hat, auch das ganze ökologische Denken, ein systemisches Denken, wo man nicht mehr den Einzelfall geschaut hat, sondern aufs Ganze geschaut hat. Also hat sich ganz viel verändert. Wir haben zurückgeschaut in die Geschichte. Wenn Sie drei jetzt durch die wahre Welt von heute laufen oder durch die Welt wirklich von heute, gibt es irgendeinen Ort oder Bilder oder Produkt, wo Sie sagen, da kommt etwas zum Tragen oder da wird etwas geweckt in mir, das mit dieser Haltung oder mit dem, was ich gemacht habe, zu tun hat. Gibt es Ort, gibt es Produkt, gibt es Bilder, gibt es Werbung, gibt es Text, wo Sie sich ein Stück weit noch daheim fühlen? Ja, also es gibt häufig Sachen, wo ich denke, jetzt hätte ich das sieht aus wie das, was wir gemacht haben vor 40 Jahren oder vor 50 Jahren. Es sieht jetzt so aus. Also in der Mode gibt es ja wieder den Trend von dieser Einfachheit. Also ich glaube, ja, also so einem Funken Hoffnung, man geht wieder zurück. Ja, Trend und Haltung sind doch zwei verschiedene Stile. Ja, ich empfinde das, dass die Haltung, sie steigt. Sie steigt. Ja, du nicht. Nein, eigentlich nicht. Also, ich bin in einem Hochglanz-Glanz-Prospekt und so weiter abhängig. In der FAZ erscheinen immer ganz besondere Teile. Alles, was teuer ist und so weiter, mit dem Lagerfeldzeichnungen und so weiter, natürlich. So, also ziemlich blöde Sachen und so weiter. Aber teuer sieht es aus. Nicht? Und Touren werden zum Beispiel heute angeboten, ein Herr, ungefähr 40 Jahre alt, ein Vater, mit seinem Kind, mit dem Sohn am Arm und zeigt seine Uhr und sagt, er kauft die Uhr nicht nur für sich selber, sondern auch für die nächste Generation. Also wenn Sie rechnen, dann der Vater mal noch 40 Jahre lebt, bis er 80 ist und dann der Sohn muss die ganze Zeit warten, bis er 80 ist. Das ist
persönlich, das finde ich immer. Die machen jeden Tag eine Werbung. Ich bedauere. Und ich verstehe nicht, wir könnten den Sohn auch eine Uhr kaufen zwischen denen. Und dann hätten beide eine Uhr. Ich verstehe nicht, dass wir dann nur eine Uhr verkaufen für zwei Generationen. Also, das fällt einem natürlich auf. Zum Thema Boot, wo du heute etwas siehst, vielleicht noch. Ja, ich bin in der Form. Aber dass das Einfluss hat. Ja, oder wo die erinnert oder die anmacht, oder wo du das Gefühl hast, hat etwas vielleicht auch überlebt von dem Impuls, den du gesetzt hast. Ich glaube nicht viel. Es hat, man sieht wenig. Man sieht wenig, wo ich in die Richtung gehe. Heute ist, ich bin kein Agenturmensch, ich bin von der Gestaltung her. Die Agenturen denken ganz anders als ein Gestalter, generell. Und setzt auch die Fotografie oder den Text oder die Sprache völlig anders. Und die Brauchbarkeit von diesen Texten stelle ich in Zweifel. Wo wir antreffen in der Werbung jetzt. Das ist also alles zusammen ein bisschen übertrieben. Und da ist das Gegenteil passiert. Da hat es eigentlich nur Tatsachen und Facts gegeben. Fertig. Und darauf hat auch niemand an diesen Texten oder an diesen Bildern und Fotografien geschrieben oder wollte der Schlimm besser. Das ist gar nicht gegangen. Das ist so, wie es da war, hat das eine Klarheit und eine Schönheit und eine Substanz auf die Dauer. Und jetzt, wenn Sie in der Zeitung schauen, was da passiert, die Sachen Inserat, das ist ja nicht zu vergleichen mit dem. Entschuldigung. Hat schon immer gegeben. Ich glaube, mit dem fröhlichen Pessimismus können wir da oben beschließen. Vielen Dank Ihnen, vielen Dank aber vor allem den drei Stars in ihrer Konstellation. Vorne. Wir haben ganz viel gelernt über All History. Dankeschön vielmals. Es gibt gleich noch ein Apero und die Stars sind noch mit uns und Sie haben Gelegenheit, den Austausch weiterzuführen. Schönen Abend noch.